Guten Tag allerseits. Ich würde heute nochmal, was das Thema von heute ist, handelt es sich um Blutsystem, Blutkreislaufsystem. Der eigentlich kommt davor, dass wir uns schon mal von dem Blutkreislauf, bevor die Blutkreislauf gekommen, wir haben am Anfang mit der Durchgangskanal geredet. Der Durchgangskanal, ein Vergleich, die wir schon mal geredet ist, ist nur einfach etwas, was hier rein in den Mund, in die Speicherröhre, in den Magen, Zwölffingerdarm, durch die Dünndarm, Blinddarm und Dichtdarm und kommen irgendwann mal zum Enddarm raus. Und dieser Prozess, dieser durch, verändert sich, indem sie bestimmter Sacke, die reinkommen, zwei Dinge. Die sogenannten Flüssigkeit, also Wasser. Alles die Flüssigkeit und der Wirkstoff. Der Wirkstoff oder Nährstoff, den man nennt, die wir gewonnen. Wenn wir etwas hier rein, hier wird physikalische Zerkleinerung, nenne man. Oder physikalische Verkleinerung durch der Wasser, also Speicher, Saft oder wie nennt man? Speichel. Speicher, Saft oder? Nee. Speichel, nur Speichel. Nur, nee. Das ist durch den Speichel, okay. Magensäure. Nein. Das hier in der Speicherröhre zusammenbindet. Und hier ist die Verdauungssaft in dem Magen. Hier wird nochmal durch die Zwölffingerdarm, zum Beispiel die Verbindung mit dem Leber, Bauch, Speicheldrüse, Gallenblase und auch eventuell Milz, die das etwas, was hier reingibt, um eine Mischung oder eine Zerkleinerung, nennen man chemische Zerkleinerung nochmal hervorrufen. Wenn alle breitmäßig und etwas mehr flüssig ist, dann wird von Dickdarm den Wirkstoff, die wasserlösliche, aufgenommen. Da hier sagt man immer, durch den Durchgangskanal oder beziehungsweise man nennt auch ein Verdauungssystem. Der Verdauungssystem, der gibt etwas an den Leber, die wir nachher noch kommen. Aber sind wir noch an dieser Durchgangskanal? Erstmal, dass ich erklären, zuerst einmal erklären. Der Dünndarm beginnt erstmal zur Absorbierung. Wie absorbiert man solche Dinge, also die Wirkstoff, indem sie eine Art wie eine Eingangstür oder eine Falltür. Sofern die etwas, was reinpasst, an die Tür reinkommt, dann macht die Tür dahinter zu. Das heißt, keine Möglichkeit, dass etwas, was reingeht, nochmal wieder raus. Und diese Falltür ist damit verbunden, die Tür, wie groß die Tür ist, ähnlich wie ein Netz. Und dieses Netz ist eine Haut, die wir nennen immer nach außen hier Dünndarm, aber da drin ist eine bestimmte Zellkörper, die sich in eine Zylinderform gebildet hat und eine Schlinge. Und durch das sie hin und her bewegt, dadurch presst sie die Verdauungssaft oder die Wirkstoff, die man braucht, eigentlich da drinnen in den Blutkörper. Und da hier sowohl Magen, Zwölffingerdarm, Dünndarm, Blinddarm und Dickdarm oder Enddarm. Egal, was ist alles hier auch immer. Einerseits Dünndarm, gewonnener Wirkstoff für den Körper, aber andererseits auch selbst von dem diese Wirkstoff versorgen müssen. Da hier, es gibt immer eine Dual-Kreislauf. Kreislauf einmal. Die Versorgung
für die Zellkörbe von den Dickdarm. Und einmal der Dickdarm, um die Versorgung von alle ganze Zellkörper in den Körper. Und wenn man so erklärt, dann kommt man zu Verwirrung. Die auch schon am Anfang habe ich nicht weiter angerührt, sondern ich komme erstmal zu den heutigen. Ja. Die heutigen nennt man einen Blutkreislauf. Wie sieht der Blutkreislauf auf? Also der Blut, wenn man da oben sieht, ist eine rote Farbe. Da kommt irgendwann mal zum Zellkörper. Dann kommt die, läuft die blau an. Und dann kommt die zum Nieren und zum Harnsystem. Oder geht die weiter durch zum Herz und geht die weiter zum Lunge und irgendwo raus. Jetzt fragt man sich, ah, wie eine Kreislauf. Ja, kann man so sagen, eine Kreislauf. Aber wenn ich das sehe, ist auch keine Kreislauf. Die geht das hier rein, hier rein, hier rein, hier rein und irgendwann wieder raus. Das sind keine Kreislauf. Ich sage, nein, das sind eine Kreislauf, wenn man so sieht, dass diese Blau, die zwischen Lunge und Herz. Sie hat eine zwei unterschiedliche. Wir haben gesagt, das Herz hat vier Kammer. Jeweils zwei Kammer dafür, zum Beispiel, wenn der Schwarz, die sogenannten Arterie erwähnen. Der rote nennt man Arterie. Ich habe vergessen, das Ding zu schreiben, aber ist egal. Wenn der in den Herz reinkommt, sie kommen erstmal eigentlich von oben und der von oben kommt, ist, die wird gesogen. Und diese gesogen sind, dann sind auch ein paar Sauerstoffkörper, Zellstoffkörper geplatzt. Dadurch entstehen eine Blase. Wenn du etwas an den Getränk, wenn du mit der Schlauch ranziehen oder blasen, dann entstehen ja in der Flüssigkeit eine Luftblase. Und diese Luftblase, um das zu verhindern, dass die Herz ungleichmäßig ist, dann wird hier der Blut reinkommt und erstmal stillgelegt. Und durch die nächste Klappe hochgesogen, um die Blasen einfach nicht mitzubekommen und von hier auch an mit höherer Druck zum Lunge. In der Lunge sieht man einmal blau und dann plötzlich rotlich. Das sind eine typische, wenn die hier kommen, es gibt eine Art wie Ventil, dass die Kohlenstoff, das heißt die Luftblase, die mehr CO2, dann wird hier einfach ausgeplatzt. Und die bei dem Lunge anziehen, die eigentlich, was ich hier male, ist nur ein Symbol, aber nicht in die Wirklichkeit. In die Wirklichkeit, Lunge besteht aus zwei Hälften, vier Teile. Der untere Teil von dem Lunge ist dafür da, um die ganze Muskel zu ziehen oder aufzublasen. Das heißt, wenn man die Lungen massieren soll, es hängt zwischen dem Brust nach unten. Aber was wir machen immer mitten da drinnen an den Rippen. Und deshalb manchmal häufig bei der Beatmung, dass die ganze Rippen gebrochen sind. Anstelle die Muskel da unten unter die Lunge anzureihen. Ja, das heißt, bei der Lunge-Funktion, die normalerweise sieht so aus, ich erkläre dir. Hier von der Verdauungssystem schickt zum den Leber eine Wirkstoff.
und Flüssigkeit, also Wasser. Von Herz aus pumpt in die Lunge, um die Sauerstoff aufzuladen. Der rote Blutkörperchen, der rote Blutbahn, es bedeutet, sie ist voll, enthält mit dem Nährstoff, mit Wasser und mit der Sauerstoff, sagen wir so. Dadurch kommt der raus an den Zellen versorgen. Nachdem sie versorgt, was über Rest bleibt, die kommt das hier Richtung Nieren. Der Nieren guckt so zwischen Flüssigkeit, also der Flüssigkeit von dem Körper, Sekunde. Eine Gleichgewicht haben. Das heißt, Sekunde. Inzwischen kann euch, wenn euch was fragen, kann euch auch zusätzlich eine Frage stellen. Damit wir uns. Da hätte ich ganz kurz eine Zwischenfrage, auch was Kleines nur, aber du sagtest ja, bei der Beatmung geht es darum, auf die Brust oder auf den, ne, also diese Massage zu machen. Ich dachte immer, das ginge da jetzt nicht um die Lunge, die da Luft rein und raus pumpen soll, sondern ums Herz, was quasi weiter am Schlagen bleiben soll. Und dass deswegen die Ja. Rippen auch brechen, weil man natürlich da, also das Herz massiert und nicht die Lunge. Den Herz, wenn die Leute, sagen wir so, die Sauerstoff nicht kriegen, ist das die Sache vom Herz oder die Sache vom Lunge? Ja gut, Sauerstoffzufuhr neue müsste über die Lunge natürlich passieren. Aha. Aber ich weiß auch nicht, wie viel, also weißt du, wie viel Sauerstoff denn im Blut verbleibt, für wie lange? Ist er ist komplett einmal weg, sobald er da. Der ist, wenn er hier kommt, ist nicht unbedingt alle weg. Ja. Nicht unbedingt alle. Aber kann auch unbedingt, deshalb werden wir viel Aktivitäten. Wir brauchen viel Sauerstoff. Je mehr Sauerstoff ist, dass der Blut wird rot und versorgt überall. Wenn aber ausatmen zu viel und einatmen zu wenig ist, Ja. dann hat man wenig Sauerstoff da drin. Dadurch kann Schwindel ein Anfall, kann die Unterversorgung von Sauerstoff sein. Wenn du verhungert hast, kann du Unterversorgung von Wirkstoff, von dem Wasser. Ja, nee, also das leuchtet mir auch ein. Nur meine Frage war ja, also es geht ja darum, dass das Gehirn mit Sauerstoff versorgt bleibt. Also zumindest habe ich das so aus der ersten Hilfe noch parat. Und das muss ja auch passieren. Jetzt kann ja nicht passieren, indem man nur die Lunge massiert, sondern es muss ja auch das Herz quasi betätigt werden, um eben das Blut weiterhin zu pumpen. Moment, das Herz eigentlich, was das Herz tut, sie sieht der Blut rein, ruht sich Ja. und über die Ventilklappe in den Lunge pumpen. Der Lunge an sich ist ein, kennst du die Seifenblase? Ja. Das gleiche Prinzip. Wie man die Sauerstoff einnimmt und Sauerstoff der Kohlenstoff loswerden. Wenn bis da hier eine Luftblase noch nicht geplatzt sind, dann wird hier zum Platzen bringen. Und dort Okay? dann und ja, okay. Ja. Und dann verwandelt sie sich zu Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit geht in andere Teil durch, dann kommt die Sauerstoff rein.
dann sieht die da rein. Da hier ein Austausch zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff da stattgefunden in den Lungen. Ja, das stimmt. Denn Herz ist nur rauspumpen an die Lunge, damit die Lunge überhaupt der ganze Blut an bestimmter Stelle hinkommt. Danach sieht die Herz wieder der rote Blutkörperchen, das heißt der rote Blutbahn, Arterie, der kommt im Herz, den Ober, und dann kommt nochmal wieder unter wieder raus. Ja, es gibt okay. immer zwei Kammer, aber diese zwei Kammer sind Taktunterschied. Da gibt nicht ein Takt, sondern Tak Tak. Ja, also das dein ist Name. Ja. Das heißt, eine pumpt rein für die Lunge und eine zieht raus. Ja. Und pumpt da drin. Ja, durch die konstant pumpen kommt eine Bewegung, aber der Kreislauf, der geht nur ein Weg, Einbahnstraße. Und diese Pumpe, die geht über die Zellkörper einerseits, das heißt, was in den Zellkörper kommt, die Plasma, Blutplasma, Entschuldigung, Blutflüssigkeit und blutweiße Blutkörperchen, rote Blutkörperchen und Blutplättchen. Also vier Stück, vier Dinge. Was heißt die Blutplasma? Blutplasma ist es eine Flüssigkeit, sowohl Wasser an auch flüssig, schleimiger, wie nennt man, Sekret, ähnliches. Ja? Blutplättchen ist dafür da, um die Blut zu, wenn die ausgeblutet ist oder Wunden, dann verstopft sie. Ja. Der weiße Blutkörperchen ist eine Blut, der stellt ein Killer-Kommando dar, um die Fremdkörper zu zersetzen, beziehungsweise eine neue Verdauungsorgan innerhalb des Organs, innerhalb der Blutbahn. Sie verdauen das. Wenn sie nicht schafft zu versetzen, dann würden sie natürlich nicht, dann würden sie zusammensetzen und so lange machen, und wenn es zu wenig ist, dann produziert die Körper so viel. Also wo macht das? Diese drei Dinge, rote Blutkörperchen ist wiederum für die Sauerstoffblase. Und diese Sauerstoffblase, sie wird geplatzt. Ja. Und durch die Platzen entsteht eine Explosion. Und dann macht die Zellen von innen nach außen zu drücken. Dafür vergrößert sich die Zellkörper. Okay. Automatisch. Ja, und die Zellkörper wiederum, der Blut hier, sofern dass sie mit Sauerstoff angereichert ist oder sofern dass die Blut keine Sauerstoff mehr, aber wenn diese Blutbahn, sowohl die Arterie als auch die Vene, eine bestimmte Temperatur konstant hat, 37 Grad, entstehen eine Art wie eine Löcher, die Blutplasma hier rausströmt. Okay. Ja, und diese Blutplasma ist das der sogenannten Reinigungsmann, indem sie die äußere Zellkörper, aber inneren Körper überschwemmt mit Wasser. Und geht über die Lymphkanal. Der Lymphkanal ist ein Eingang. Und sie hat eine Falltür, genauso wie im Herz, dass die Flüssigkeit, die hier abgewaschen, sie tragt, dass die toten Zellen ab, Fremdkörper und alles Schmutz, die zwischen den Zellen entstand, hier rein. Und pumpt die immer rein, bis zum Lymphsystem, oder wir nennen man Lymphknoten. Und von Lymphknoten, sie gibt weiter an den Blutbahn. Somit befindet sie sich in der Blutbahn, dann ist die Killerzelle
in weiße Blutkörperchen in der Lage, noch weiter zu sein. Also wie er sagt, ein Killer-Kommando, die im Grunde genommen nicht anders ist, das ist wie eine Gallensaft, davon abgesehen. Das ist die chemische Zersetzung mit dem Fremdkörper. Ja. Und daraus, wenn die zersetzt oder zerkleinert wird, dann gibt sie über die Nieren ab. Die Nieren ist eine Filterfunktion, die bestimmte Flüssigkeit, die das wieder eingesammelt und wieder verbaute Zellen, alles hier in den Nieren rein. Und dann schickt sie diese Reststoff, also Flüssigkeit, an den Harnsystem. Der Harnsystem, weißt du, was das ist? Genau, da wird es dann ausgeschieden. Ne? Also Richtig. Aber von dem Verdauungssystem hier, die hat ihre eigene, die körperliche Durchgang mit der Nahrung. Und jetzt guck mal, wenn wir unkranken würden, die Basis, dieser Blutkreislauf soll euch unbedingt einprägen. Ja, weil das ist A und O über unser Körper. Wer unterscheidet einmal der Versorgungsorgan und Entsorgungsorgan? Der Lunge ist Versorgung und Entsorgungsorgan für den Blutkreislauf. Der Versorgungswege über die Arterie ist rot. Der Entsorgung ist Vene über die rote, schwarze Blutkörperchen. Daher erkennen wir auch in unserem Körper, wenn man richtig anfasst, hier läuft ziemlich zügig. Hier läuft ein bisschen langsamer. Aber im Grunde genommen, dieses System in sich geschlossen, der grundsätzlich, wir können keine Erkrankung haben, nicht mal Beschwerden. Weil, wie man die ganze Zelle versorgt, der ist doch ein geschlossenes System. Vom Herz rüber, dann kommt die Sauerstoff, Bedarfsstoff, Flüssigkeit. Haben wir doch alle. Mit dem Blut. Alles, was nach innen, von innen Zellen, die abgebaut werden sollen, also Schmutz, Müll oder Überrest, da kommt direkt durch die schwarze Blutbahn raus. Aber was außerhalb der Zelle, die nicht außen natürlich, wir benutzen gerne lieber Duschen, die in Thailand das nennt man Abnahm, zum Abwaschen. Okay? Unsere Haut, was über die Haut ist. Aber innen Körper wird auch sauber gemacht, weil die Zellen, die abgestorbenen Zellen, nicht nur von außen zu sehen ist, so befindet, sondern innen genauso auch. Und in dem Zell auch. Und diese durch die, nennt man Stoffwechsel in moderne, anstelle sauber machen, wie altmethodisch. Okay? Und diese kommen hier durch. Das heißt, der Sauermann einmal außerhalb der Körperzelle über das Lymphsystem kommt in Blutbahn. Direkt in Blutbahn ist, kommt innen, von innerer Zelle, kommt direkt über die Blutbahn und kommt die durch Nieren. Die Nieren säubert ab, was noch brauchbar ist, geht weiter, was nicht mehr brauchbar ist, geht raus. Und noch dazu. Sie sorgt dafür, dass die Gleichgewicht zwischen weißen Blutkörperchen, roten Blutkörperchen, Blutplätzchen und Blutplasma, die auch natürlich Blutalkohol beinhaltet, eine Gleichgewicht, wie nennt man ein bestimmter Pleipernetron, ich weiß nicht, wie nennt man die, pH-Wert oder sowas? Eine bestimmte Gleichgewicht voneinander haben. Im Säure-Basen-Haushalt ist der pH-Wert, genau. Ja, sowas. Und das, die Nieren, die sorgt nicht dafür, nur ablassen, aber sie lässt nur ab
und stellt hier eine Gleichgewicht wieder. Wenn die Entzündung in den Hab der Körper steht, du musst dann nicht merken, wenn du pingen und warm an der Röhre, die du gepingert hast, dann weißt du, ist dein Körper entzündet irgendwo, zum Beispiel. Und wenn hier riecht, der Hahn ausscheiden, riecht nach Ammoniak, dann weißt du, dass die Gleichgewicht zwischen Basen und Säure nicht stimmt. Anhand des Harngeruchs kannst du merken, welche verschiedene, indem du erstmal die Geschmack, die einzelnen Geschmack mitkriegst. Salzig, du kannst probieren, so eine Menge Salz zu essen. Dann, wenn du Pingen raus, riecht automatisch nach Salz. Wenn du so viel Süßigkeit trinkst, so viel Süßigkeit, dann kann sein, dass du Pingen raus wie ein Bier. Das heißt, ein Schaum mit beinhaltet. Dann bitte sofort reduzieren. Ich habe da eine Frage, bitte. Ja. Die Abbauprodukte des Lymphsystems. Ja. Also sprich Zellkörper, Lymphsystem, landen alle in der Niere und werden über das Harnsystem ausgeschieden? Ja. Das kann aber nicht sein. Doch. Weil im Verdauungssystem, also im menschlichen Körper. Nein, Verdauungssystem ist Verdauungssystem. Da kommt doch gar nichts an dann, nach der Grafik. Nee, also. Wo? Guck, du isst ein Burger, Hamburger. Ja. Über den Mund. Du kaust das. Durch die Speichröhre kommt in den Magen. Da drin ist 1,7 Liter ungefähr, sagen wir so. Ja. Mehr oder weniger. Eine Verdauungssaft. Und dieser Verdauungssaft mischt sich mit da drinnen, macht wie eine Waschmaschine. Bisschen nach links dreht, bisschen nach rechts drehen, nach links drehen, bis um die ausgeweitet ist. Wie die Trick bei der Geschirrspüle. Je länger die Wasser anstrahlt, umso sauber ist er, dass die Teller. Nicht, dass sie was Besonderes macht. Nur immer hin und her schaukelt. Und dann, wenn sie es so geschaukelt hat, dass die Ding so weich und nicht mehr konsistent, nicht mehr so hart ist, dann kommen nochmal über die 12 Fingerdarm, die von den Leber bis Bauchspeicheldrüse und Gallenblase bestimmte chemische Substanz hineingibt. Da die alte Methode von alter Naturheile nicht so weit, dass man einzelnen chemische Namen kennt. Dann weiß man nur schon, aha, Leber, Bauchspeicheldrüse und Gallenblase. Etwas abgibt, womit dass man der zerkleinerte Ernährung dort nochmal beigemischt, damit eine Mischung, die sie braucht, das heißt ein Wirkstoff, was sie braucht, gewonnen zu können. Zum Beispiel, wenn man Salat isst ohne Öl, dann kannst du damit rechnen, du kriegst den Wirkstoff nicht hundertprozentig. Sondern weil der Wirkstoff, die kommt und durch die Gallenblase, also durch den Gallensaft zerstört, bevor so Anästhesie rankommt. Bestimmter Stoff braucht man Öl, um einen Schuttfilm, damit sie bis zum Dünndarm gelangt, ohne zu zersetzen. Da hier viele Heikkörper immer in Öl liegt. Das war der Grund. So weit gescheckt, ja. Der Dünndarm, die macht wie ein Sieb. Ein kleiner, lauter, kleine Löcher. Die nur durch den Dünndarm, die sie sich pressen und öffnen lassen und dreht. Dadurch presst sie die ganze Wurst da nur die Wirkstoff raus. Und dadurch, wenn sie noch die Gase macht,
dann drückt das sie immer weiter. Also die macht, Entschuldigung, hier ist noch keine Gasebildung, sondern die ist mehr oder weniger eine Schlammbildung, die durch verschiedene Ventile durchgedrückt. Dafür ist der Dünndarm 6 Meter. 6 Meter 7. Da kannst du schon vorstellen, nicht alle Löcher für alle Wirkstoff passt. Bestimmter groß, bestimmt, sie sortiert alle. Und die alle, die Dünndarm, sie geht direkt an die Blutbahn. Die wiederum zum Nieren führen. Okay? So, dann kommt die Blinddarm. Der Blinddarm, sie haben ihre eigene, und zwar für sich, die moderne Medizin Meißen, 60er Jahr, hat gesagt, wir brauchen nicht, schneidet weg. Aber sie haben ihre Funktion, indem sie wie eine Sonder für die Dickdarm. Diese Dickdarm ist, nachdem die Wirkstoff weggenommen hat, dann ist er so wie die Handtuch. Wenn du die erste gedrückt ist, noch nicht über Trockner, sondern nur die erste, wenn die Waschmaschine anfängt zu schleudern, ist der Dünndarm. Die schleudert, dann merkst du, alle Stoff, alle Flüssigkeit, der geht durch die Trommel weg. Aber da drin trotzdem noch nass. Und der Dickdarm, sie funktioniert wie ein Trockner. Indem sie die Wasser rauszieht. Und jetzt dreimal darf du denken. Der Wasser ist dicker an Wirkstoff oder eine Wirkstoff ist dicker an Wasser. Von einer Serie, sehr große. Das sind die Schulaufgaben, die man nachdenkt. Hier kommen die Wasser in den Blutbahn. Hier kommt die Wirkstoff und Blutplasma. Okay? Durch die Enddarm. Die Enddarm ist entstehen quasi ein Endprodukt. Wenn die Dickdarm keine Gasbildung hat, dann kann passieren, dass du eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen nicht mehr auf Toiletten gehen kannst. Dann bist du aber fertig. Okay? Um, dass du zum Toiletten gehen kann, wenn keine Gasbildung ist, dann braucht man etwas, was Säuriges zu essen. Die Säure, also die Säure, die, wie nennt man, wie saurer, sie kommen hier nicht durch. Aber sie kann hier ausweichen, indem sie die Flüssigkeit zurückbehalten. Indem, wenn du der Dünndarm nicht arbeitet, sagen wir so, sie ist zu faul liegen, dann sind die Bleistoff, geht er hier durch, bis hier. Der Blinddarm an alle Äste droht zu entzünden. Wenn sie nicht entzündet, das heißt, hier bildet sie wie ein Kompott, oder man sagt, die Heißung der Mensch ist der Dickdarm. Da hier der Dickdarm ist warm. Der Dünndarm muss ja kalt sein. Dann ist er richtig. Und wenn die Dickdarm noch so viel Flüssigkeit hat, dann nennt man Durchfall, indem du der Enddarm, die verschließende Enddarm, nicht mehr aushalten, nicht mehr festhalten kann, weil sie flüssig ist. Dann rutscht sie durch. Der sogenannte Durchfall. Also durch Saure kann du Durchfall kriegen, durch Salz, wenn du noch Salz mit Cola einnimmst, dann geht sie am schnellsten Weg nach unten, oder ein schwarzer Tee, dann bildet sie sich eine Dickdarm, dass sie der Wasser an den Körper, das hier zusammen festhalten. Das heißt, sie wird
durch die schwarze Tee oder durch den Salz bindet die Zellkörper, dass die Flüssigkeit nicht alles so schnell verliert. Dadurch weichen dir deine Reststoff und kommen raus. Die besten sind, die optimalen sind gelblich, Wurzeln. Die nicht so hart, gelb und ein bisschen flockig, leicht flockig. Dann ist die gesunde. Und dadurch entsteht auch bei der Naturheiler, bei dem Workstop zu lernen, dass man hier Analyse machen kann. Wenn die hier rauskommt, so wie ein Krebsstoff, dann hat du so viel Süßstoff in den Körper. Dann ist der Körper Gleichgewicht verloren. Beziehungsweise der Dünndarm hier, sie ist voll mit den Verzuckern, aber nicht Spalten. Und solche, wenn du so öfter eine Wurst rauskommt, kleblig ist, dann droht dich, dass du mit der Bauchspeicheldrüse Problem für die Zukunft haben wirst. Wie nennt man da eine Erkrankung, die man Insulin spritzen muss? Diabetes. Danke. Jetzt weißt du ja. Wenn die aber nach dem Wurst rauskommt, so hart und aber flockig, das heißt, zerbrechlich wie eine, nennt man Kuhenkacke. Das heißt, eine Art wie Granulat. Dann bedeutet, dass der Dünndarm nicht arbeitet. Das heißt, der Dünndarm hat keine Wirkstoff zu sich genommen, besonders auch, wenn man eine falsche Ernährung. Dann kommen in den Dickdarm die Wasser entzogen worden, dann bleiben nur Krümel. Okay? Da sieht man, nur alleine, dass wir hier da rauskommen, kann du bestimmte Erkrankungen schon merken. Wenn die Leute kommen raus, was man reinbringt, zum Beispiel ein Stück Käse, nee, Meisen kommt weg, ein Stück Salat, ein Stück Tomaten oder irgendwas, was du reintun, über das Zwölffingerdarm, Dünndarm und komm raus, hast du immer noch ein Stück. Manchmal ist Maiskolben oder Maisstück. Ne? Dann bedeutet deine Zwölffingerdarm, also der das, was Zugabe, die Stoff, die chemische Zerkleinerung nicht arbeitet. Oder noch dazu, wenn du nach dem Essen Bauchschmerz hast, bedeutet, dass der Mund die physische Zerkleinerung nicht arbeitet oder nicht richtig arbeitet, beziehungsweise der Menschen V. Die ganze Stück, große Stück einfach runterschlucken. Okay? Das kann passieren. Und nur allein diese, die einzelnen zu erkennen, nennt man Analyse, die man die Funktion, die einzelnen, natürlich, wenn ich jetzt hier alles sage, dann springen über den Rahmen. So, jetzt kommen wir zu eigentlich das, was wir haben. Wenn die Lunge nicht funktioniert, was bedeutet? Einfach, wenn das nicht funktioniert, wer geht davon aus, der Mensch, sie kommen, die geboren, alter werden und sterben. Das ist Normalität. Die Beschwerde und die Erkrankung. Die Beschwerde, bis jetzt eigentlich, bevor ich jetzt noch weiter die nächste Beschwerde, hat euch noch was zu fragen? Entschuldigung, ich habe vergessen, ein bisschen kurz Pause zu liegen. Oder ich habe eine Frage gleich. Ja, jetzt. Bevor man sagt, dass die Farbe von dem Kot, der aus dem Verdauungssystem rauskommt, unter anderem auch davon abhängig ist,
dass rote Blutkörperchen aus dem Blutkreislauf dort abgebaut werden? Nein. Der Blutkörper, weiße, der Blutkörperchen, der rote Blutkörper, sie ist doch von Magen, von der Knochenmark hergestellt. Und, ja, die, und wo, wenn die entsorgt? Ausgescheidet, entsorgt durch die Leber. Das heißt, von der Leber, also in dieser Grafik hier, kann auch etwas ins Verdauungssystem rausgegeben werden? Nein, sie geht nicht raus. Der Leber, die sortiert auch. Und dann kommt das durch, nochmal in eine Runde und von hier auch. Die Nieren kann das entsorgen. Die einzige. Weil die Harnsystem verbündet ist. Unser Körper, die entsorgen aus dem Körper heraus, es gibt über Harnsystem und über die Enddarm. Ja. Ach so, denn. Und über die Nase. Über die Lunge. Okay. Anders geht nicht, gibt es nicht. Das heißt, alles, was an Nährstoffen und so weiter und so fort, vom Verdauungssystem geht es nur rein. Ja. Außer man hat vielleicht. Ich sage ja, alles in einen Weg. Okay. Und bildet sich einen Kreislauf. Okay. Und der Wirkstoff kann es bearbeiten, beziehungsweise in den Körper bearbeitet ist, wenn durch die Sauerstoff geplatzt sind. Da hier alle Systeme geht zum Schluss die Reinigung über die Nieren. Und dann kommt, da was üblich bleibt, geht zum Leber. Die Leber versuchen nochmal zu speichern, was da geht, was da nicht geht. Wenn sie aber die Ablage in dem Leber dabei bleibt, so wenn die Leute so viel trinken, da kommt an Flüssigkeit, die, was du trinkst, in den Blutbahn. Und am laufenden Zeit, sie verdammt sich und bleibt nur Müll. Und nicht so schnell abbauen kann. Chemischer Stoff. Die Nieren hat keine Funktion dafür, zum Abzubauen. Weil sie kann nicht zerkleinern. Durch die Lymphsystem zerkleinern. Durch hier die Blutplasma oder durch die weiße Blutkörperchen, die kann es ersetzen, wenn die das an Fremdkörper erkennen. Aber wenn sie nichts ersetzen können, weil sie nicht biologische Zelle ist, dann kann sie nicht machen. Die hat nur eine chemische Wirkung. Ja? Das würde bedeuten, dass Lungenkrankheiten im Kot erstmal nicht so ohne weiteres nachweisbar sind. Ja. Man sieht alle zusammen, heißt aber nicht absolute, sondern durch individuelle von den einzelnen Heilern, die sich merken, ah, wenn ich das mag, passiert das. Verschiedene Analyse. Durch Harnsystem, also durch die rauskommen, durch die Harn, durch die Nase, also durch die Lunge, durch die Enddarm. Da gibt alle Diagnose, die man, die Analyse, die man sagt, was hier rauskommt von den Enddarm. Was rauskommt, die Luft durch die Lunge, was die Flüssigkeit durch das Harnsystem, da kann man alle Diagnose machen. Weil die Wirkstoff, was wir gegessen haben, hat auch einen Geruch, hat auch einen Geschmack. Was die Sauerstoff, wenn du einatmen und ausatmen, sofort, dann enthält das auch den Stoff, der nicht nur Kohlenstoff, sondern auch verschiedene, was gemischt in der Luft, die da drin. Einschließlich auch möglich sogar die Blutplättchen.
oder Blutkörperchen rauskommen. Und die, dadurch von der Lunge wird man ja in eine bestimmte, wenn der Menschen ist, dann hat man nur einfach eine Hand hoch. Also hier, siehst du mich oder sieht er mich noch nicht? So, ich nehme meine Hand hoch, hier zumachen und einatmen und zu und ausatmen. Und das, was da ist, du siehst nicht, aber das, wenn du in Wasser liegen, dann merkst du bestimmte Fette, bestimmte Teilchen, die da drin entstehen. Kohlendioxid? Ja. Das heißt, wenn man, sagen wir so, der Lungenkrankheit hat, kann die Lungenerkrankung entstehen? Indem entweder sie sieht den Sauerstoff nicht, sie kann den Sauerstoff nicht machen. Das bedeutet, der Blutplasma nicht richtig in ihrer erforderlichen Aggregatzustand entsteht. Dann sind die Frage von den Leber, von den Verdauungssystemen, beziehungsweise die Nahrung. Und das kann man nachvollziehen. Ja, ich kann noch nicht so weit, bevor ich die nächste Schritt, hat euch noch die Frage, kann ich beantworten. Sieht los. Oder mir fehlt da schon irgendwie noch die, Entschuldigung, habe ich jemanden unterbrochen? Nein. Mir fehlt da irgendwie noch die Milz. Irgendwie hat die Milz ja auch damit zu tun. Ja. Mit den Reinigungen. Ja. Aber die Milz geht zum Leber. Okay, ja, ist sehr komplex alles. Hängt das aber alles miteinander zusammen. In dem Verdauungssystem. Nee, mit dem Lymphsystem hängt es. Und die reinigt irgendwas, aber ich weiß jetzt nicht. Wie bitte? Die Milz hängt doch mit dem Lymphsystem. Ich kenne nicht. Moment. Der Lymphknoten ist jetzt überall in deinem ganzen Körper. Ja, Lymphbahn und Lymphknoten. Ja, sie haben die Aufgabe, dass die Flüssigkeit und gestorbenen Zelltier zu entsorgen, indem sie reinziehen in ihre Lymphbahn, nennt man Lymphbahn oder Lymphkanal, an den Lymphknoten. Und in den Lymphknoten versucht sie zu zersetzen oder versucht sie eine Abwehrkörper zu finden. Und dieser Abwehrkörper ist Chixi in den Blutbahn. Und in Blutbahn hat die weiße Blutkörperchen, die mit denen zersetzen oder eine mutierten oder Kronen. Dadurch der sogenannten Impfstoff für diese Fremdkörper entstanden. Okay? Aber die Milz, der Essen hängt mit dem Leber, mit den Gallen, mit dem Bauchspeicheldrüse. Oder was sagst du? Ich habe nicht gehört. Okay? Das sind die Systeme. Ich muss vielleicht sagen, ich weiß nicht, bleiben in John, hast du was zu sagen? Weil das hier das System von den Naturheilern, die ich gelernt habe, natürlich ist möglich, vielleicht feine Dinge, die ich übersehen habe. So, Pabene John, kannst du über Milz ein bisschen mehr erklären?
Also die Milz liegt auf der linken Seite des Körpers, da wo der Pankreas, also der die Bauchspeicheldrüse ist. Ja. Und die wäscht sozusagen das Blut, ja, wie ein Sieb. Da wird das Blut durchgeschoben und kaputte Sachen werden aussortiert, soweit ich weiß. Ja. Und die Lymphe, glaube ich, ist da auch mit im Spiel. Aber mehr erinnere ich mich nicht mehr. Müsste ich selber auch nochmal nachlesen. War nicht gerade so mein Lieblingsthema. Okay. Der zum Beispiel Milzmandel, es gehört auch zum Lymphsystem im Grunde genommen. Der Mandel, die Tonsil hier, das gehört auch zum Lymphsystem. Der die Fremdkörper abfangen und sich versucht zu zerkleinern oder zu klonen. Und schickt an die Blutbahn. An ab Immunsystem. Dann entstehen eine neuartige weiße Blutkörperchen. Wenn sie aber nicht klonen können oder nichts ersetzen können, dann bleibt ihm in die Lymphsystem hängen. Und dieses Lymphsystem anfangen zu entzünden. Mandelentzündung, so, Mildentzündung, Lymphsystementzündung, Lymphknoten. So habe ich verstanden. Ich höre nicht. Du musst Schalter, Mikrofon. Meinst du mich? Jetzt. Ah, ja. Ich habe immer die Taste gedrückt, aber ging nicht. Weil ich das vielleicht das Programm nicht im Vordergrund hatte. Also ich habe nochmal nachgeguckt im Netz, ich kann jetzt nicht sagen, dass das stimmt, was ich hier gefunden habe, aber da steht über die Milz, obwohl die Milz kein lebenswichtiges Organ ist, erfüllt sie wichtige Aufgaben. Die umfasst, ja, so umfasst die Milzfunktion, also man, die Milz hat eine Funktion, aber die kann, wenn man keine Milz hat, eben auch von anderen Organen übernommen werden. Also das ist für die Milzfunktion spielt eine wichtige Rolle für das Immunsystem. Das kleine Organ ist an der Bildung, Reifung und Speicherung der Lymphozyten beteiligt, einer Untergruppe der weißen Blutkörperchen, die wichtig für die Abwehr von Krankheitserregern ist. Also ja, es hängt mit dem Immunsystem zusammen, ist aber kein lebenswichtiges Organ. Nein, kein Lymphsystem. Ist nicht an sich das Lymphsystem. Ja, bei manchen Leuten entfernt man ja auch Lymphe, gerade wenn bei Krebs und so. Und trotzdem können die weiterleben. Okay, das ist ein bisschen, wenn das so kompliziert, du musst ja einfach so sehen. Ich habe diese Naturheile, das wird man dieses Wissen, ist dann, bevor die moderne Wissenschaft überhaupt was gefunden hat. Es ist nicht falsch, aber auch nicht ganz so tief wie heutige Medizin ist. Ist klar. Wir gehen nur davon aus, zum Beispiel, wenn die Lungenerkrankung, was sie fehlt, die sie von sich nicht reinigen können, nicht erledigen können, dann helfen wir weiter nicht. Ja, für mich ist ja ähnlich. Das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt, wenn ich jetzt mehr darüber verstehen will, in der Anatomie gucken, um versuchen, das besser zu verstehen. Das ist aber doch gut. Natürlich. Wunderschön. Freue ich mich. Naja, ja, ich erstmal. Okay. Ja. So, die nächste, wir möchten noch fragen. Kirchner? Nee, erstmal nicht. Danke. So. Wer noch? Tag. Bei mir alles gut soweit, danke. Okay, jetzt gehe ich weiter, damit die Zeit von der Lunge her, das sind die Prinzip, wenn der verschiedene Leute erklärt oder irgendwas, sondern für mich, was ich erklären kann, ist der Luftblase, die enthält die Stoff, also keine oder weniger Sauerstoff enthält.
das wird von hier aus bei der Ausatmen ausgeschaltet. Dabei zu bemerken ist die Lunge, es gibt obere und untere. Und zwar, wenn ich sage, der linken Seite, es ist von mir, ja? Von den Bill ist wieder die rechte Seite. Es gibt hier so eine Dreikammer. Und die linken Seite entsteht zwei Kammer von der Lunge her. Aber die untere Teil, ich weiß, in Thailand, wir haben keine, von den Naturheilern keinen Namen, sondern die sagt, das sind die wichtigsten Teile da, wo die obere Teil von der Lunge anfängt zu arbeiten. Das heißt, wir versuchen sie nicht etwas zu machen, wenn man die plötzlich nicht mehr atmen kann. Das sind da unten, von der Lunge, die man so über die Rippen unten erreichen kann, indem man dort die Rippen einfach anreizt und die Reiz geht über die Muskel von der Lunge, dass sie anfangen zum regulären Arbeit bringen können. Wenn die Leute atmen und plötzlich keine Luft, man fühlt sich, dass die Lunge nicht aufgebläht. Das stimmt nicht, sondern der Blase, der Seifenblase, der nimmt keine Form an. Wenn du eine Flüssigkeit nicht schaumig genug oder nicht so, klebt genug, dann kann keine Wasserblasen machen. Man nennt auch Seifenblase. Das heißt, man nimmt die Seife mit Wasser gemischt und dann den Blase auspusten. Das ist das Prinzip der Lunge. Das Prinzip des Herz ist einfach, wie du Wasser trinkst. Du gießt erstmal das Wasser in deinen Mund und schluck. Wenn du aber gleichzeitig schluck, dann kriegst du Schluck auf. Warum? Weil der Flüssigkeit, die du in den Mund reinschluckst, du musst erstmal ruhen, bevor sie über die Gaumen drüber gehen, über die Leitung zum Magen drüber gehen. Wenn du so viel trinkst, so schnell trinkst, dann kriegt man Schluck auf, weil der Luftblase bzw. mit dem Flüssigkeit gemischt da drinnen, in den Speicherröhren. So, diese Speicherröhre verträgt nicht einen Schaum da drin. Okay? Wenn man Bier trinkt, merkst du das auch, dass man manchmal, das ist der Grund. Okay? Deshalb, wenn man Schluck auf hat, empfiehlt man, einen Schluck Wasser langsam runterschlucken, bis zum die Luft von unten gebildet und hochstoßt. Okay, soweit haben wir verstanden, ja? Dass der Herz, ähnlich wie du trinkst, wenn die Herz anfangen, kloppen, sie kloppen beide. Einer muss dumpf sein und einmal muss hell sein. Das ist nicht gleich. Warum? Eines dumpf ist das hier schwere Blase ans Sauerstoffblase. Das heißt, wenn in die Vene Richtung, wenn man das Herz so sieht, dann siehst du rechte Seite vom Herz, muss dumm klingen, rechte, helle klingen. Bitte prüf sich selbst, ja? Wenn aber Pfeife, die Tone, dann bedeutet sehr viel Luftblase da drin. Das passiert besonders,
wenn man nervös ist. Wenn die Klappe nicht richtig zu sind. Wenn man schwer atmen, träge. Meistens die Klappe durch die Blutgerinnung versteckt. Dann kann eine Herz, wie nennt man Herzinsuffizienz, oder Herz aufhören zu schlagen. Bleibt eine John wie Heiden moderne? Wenn Luft da drin ist? Wenn Luft da drin ist und wenn die Blutgerinnung da drin ist. Also Embolie heißt es, Luftembolie, und genauso bei Embolie, also na, Blutgerinnsel. Ja. Heißt auch Embolie. Okay. Und dieser moderne Name muss ich leider passen. Das heißt, ich kann nur Symptome sagen. Moderne Name kann euch selber herausfinden. Okay? Gut. Und das, wenn die Arterie an den Zellkörper kommt. Unabhängig davon, wenn eine Zellkörper, mehrere Zellkörper, kann sie sich ein Organ bilden. Die wir auch schon mal gelernt haben, denke ich. In den Zellkörper entsteht einmal der Stoff, die mal hier reingehen, Zellschal, Zellkern, Zellfleisch, Zellstruktur und Zellenergie. Das sind die Inhalte von den Zellen. Dadurch wird natürlich von dieser Arterie versorgt. Das, was nicht mehr gebraucht in dem Moment, er kann nur schon vorstehen, dass durch die Platzen von dem Sauerstoff ist, dass die Zellaktivitäten wird sich importiert stattgefunden. Und diese Implodierung, die stattgefunden hat, entstehen eine Zellaggregatzustand. Die verändert dadurch. Gleichzeitig das, was nicht gebraucht wird, dann wird hier ausgeschaltet, ausgesondert. Jedes Mal, wenn er hier reinkommt, bumm, und kommt raus. Wenn wir das vergleichen, dann vergleichen wir wie ein Motor. Zylindermotor, der sich eine Sauerstoff mit Benzingemisch rein und wird gedruckt und explodiert. Und die Abgase kommen hier raus. Soweit verstanden? Ja, das ist ein So-Vergleich. Das Innenkern der Zelle durch ihre eigene Energie zündet der Gase, also der Sauerstoff, und explodiert und durch implodiert, dass in einer Druck die Zellen nach außen in der anderen Richtung. Und je schneller das hier bewegt, umso häufiger diese Impulsion stattgefunden. Wenn man natürlich bei der Stoff, den man hineinbringt, diese Stoffdurchgang. Dieser Stoff ist nicht geeignet für die Zellstruktur, die sie sich nicht vorgesehen. Dann bleibt ihr an Müll da drin, die ausgeschieden werden muss. Durch die Explosion ist es Zellenergie entstanden. Und Kernzellen. Und dann Schalzellen und Fleischzellen. Dadurch entstanden. So. Diese Zellkörper, unser Zell, egal wo das auch immer ist, sie hängen davon immer ab, weil sie nicht nur einfach so entstehen können, sondern sie hat eine Baupläne, die wir unten an Musterzellen zu sehen sind. Wenn sie aber, die Chick, der kommt in die Richtung, sagen wir so, von hier einmal den Kern bildet, einmal hier den Schal bildet, sie kann nicht anders, wenn die nicht vorgesehen. In dieser
formen. Wenn Sie aber von dieser Zellstruktur, also DNA, bestimmt hat, wie sie zu wachsen sind, so wie Äpfel. Wenn Sie am Kleinen sieht mir ein grünes Stück und immer groß wachsen bis zum vollständig, dann beginnen Sie es abzubauen. Dann bauen Sie nicht mehr. Okay? Abbauen bedeutet, Sie haben keinen Druck mehr, um gleiche Zellschal zu entwickeln, sondern der Zellschal wird immer veraltet und die neue Zellschal hat nicht mehr die Stärke, wie die am Anfang war. Nicht mehr die Beweglichkeit. Oder so stark verkrustet, dass sie gar nicht mehr verändert wird, so schnell. Beginnen Sie abzubauen, indem wenn sie zu Endstadium maximale Körper hat, dann vergrößert sie sich nicht mehr. Dann baut sie so nur noch ab. Macht sie die gleiche. So, mit dem Seel, das heißt der Blut, der kommt hier rein und bewirkt, dass die Seel überhaupt funktioniert. Das heißt, wenn die Blut nicht versorgt, dann kann keine Seele, überhaupt keine Aktivität stattgefunden. Wenn der Blut nicht erforderlicher Wirkstoff, die sie braucht, dann verändert die Zellkörper. Zum Beispiel, wenn man baut ein Haus und baut einen Ziegelstein, aber anstelle du Ziegelstein bekommst, du bekommst eine Pappe. Dann sind halt die Wand auf Pappe gebaut. Und was dabei rauskommt, dann weißt du ja. Okay? Das heißt, der Zelt Erkrankung oder Beschwerde nur dann zum großen Teil entstehen dadurch. A, der Versorgung nicht stimmt. Wohlbemerkt, der Versorgung nicht stimmt heißt, wenn die Hautveränderung oder die Haut von ihrer Alter hier nicht natürlich oder wie nennt man nicht so wie die natürlich. Zum Beispiel ein junger Haut ist ein bisschen, wie du mit dem Jean enge Jean ansehen. Das ist die junge Haut. Die ältere Haut, wenn du mit der Sporthose, Jogginghose ansehen. Okay? Und diese Dinge, man merkt, wieso diese Zelle, junge Zelle, so schnell von einer engen Jeanshose zu einer schlappen Sporthose umwandeln kann. Woran liegt das? Ah, zum großen Teil liegt diese Zell ihrer Aggregatzustand mit nichts übereinstimmt mit dem ganzen Körper. Dann liegt meistens an dem Ernährungssystem, die du den Wirkstoff bestimmte nicht haben. Natürlich Wirkstoff, was für ein Wirkstoff? Dann lernt man auch die Wirkstoff, es gibt Geschmack. Durch den Geschmack teile man die Wirkstoff. Ganz einfach erstmal für heute, was süß ist, ist mag man, weich oder zersetze. Verfaulen, weich. Wie Obst, wenn die verfault sind, sind sie weich. Okay? Wenn die salzig sind, sie binden zusammen. Eine öffnen Wund hat man auch früher mal auch mit Salzwasser abgewaschen. Das ist am besten. Danach wird die Zellen zusammenkleben, allerbesten. Die man früher mag, zum Beispiel desinfiziert bei den Wunden, schmiert man die Desinfiziermittel, was dabei passiert, der Wunden heilt nicht zusammen. Entsteht immer eine Narbe oder eine Vertiefungskanal von der Haut zum Beispiel. Häufig verursacht. Wenn man eine säuerig ist, dann fragt man,
um diese säuerlich, das heißt, säuerlich ist nicht bitter. Säuerlich ist, beginnen sie sich zu alkoholisieren. Okay? Und bitter macht die verlangsamt die, wie nennt man, Wachstum oder ja, die Zellwachstum. Zum Beispiel, wenn man möchte, dass die Haut wirklich immer so fest, dann hat man meistens mit Limetten in der Limetten spült in den Papier, wir haben Taschentuch, nicht Taschentuch, das, was man in die Küche braucht, Papierrolle. Und dann an der Haut und massieren. Durch diese Zitrone-Wirkstoff sieht die Haut wie man eingelegte Gurke. Das heißt, und zwar der Substanz ist immer noch fest, obwohl sie alt sind. Dann sieht man eine Verjüngungskur. Nachteil ist, wenn du aufhören zu machen, dann entstehen du eine sogenannten, wie nennt man, Zitronenhaut oder Orangenhaut sofort. Okay? Ich bin auch eine Heiler, die so sagen, wir haben nicht so viel mit der Schönheit gelernt. Wegen das, solange du machst, so wie ein Muskelmann, solange du Muskelgewichtheber hebst und immer Eiweiß pumpt, dann sieht deine Muskeln schön aus. Durch Corona hörst du mal habe, ja, dann merkst du schon, wie schlapp das geworden wird. Das sind die Dinge, die Vor- und Nachteile, die muss euch selber abwiegen, was er tut. Du kannst bei der Schönheitssalon fragen, diejenige, die Creme, bestimmte Creme benutzt. Sie darf nicht aufhören. Solange sie benutzt, alle wunderschön, schön und gut. Aber wenn sie aufhören, hat sie ein Problem. Ja, das sind, wie man die Zellbehandlung. Okay? Dann kommt zum Lymphsystem. Wenn die Körper außen, sag mal so dumm, jede 3 Tage anfangen zu duschen. Aber deine Zellen haben noch nie geduscht. Dann beeinflusst dir Wasseransammlung in Beinen, Wasseransammlung in Körper, in innere Körper, die du nur durch Lymphdrainage, also Massage, wegkriegen kann. Kennen bestimmt der Sagen zu genügen. Was heißt Lymphdrainage? Und diese Lymphdrainage ist, das heißt, wenn die Lymphdrainage nicht funktioniert, dann sind Fremdkörper nicht in die Röhre transportieren können. Dann bleibt die draußen, aber die wird gesogen. Dann beginnt diese Flüssigkeit, Ansammlung, beginnt sie zu erhitzen, beziehungsweise eine Art wie Kompott auch zu bilden, die wir unter Entzündung verstehen. Und die Entzündung, da gibt immer in der Mitte eine Eiweiß oder Eiter. Und das ist eigentlich, sie versucht, der Fremdkörper zu isolieren. Wenn man einen Pickel hat, nicht einfach Pickel da, sondern irgendeine, meistens so eine Kernzelle da drin befindet. Beziehungsweise der Zell groß, aber härter ist an der Zellschale. Dann steckt es hier da und drückt in den Zell. Und dadurch kommt die Flüssigkeitsansammlung. Und das anfangen sich zu zersetzen, zersetzt sie sich nicht, dann anfangen sie so anzuschwellen. Wenn man zum Beispiel mit der Ellbogen irgendwo abwehrt und verkehrt macht, dann merkst du die Wasseransammlung da drinnen.
so wie ein Ball. Aber wenn diese Wasseransammlung wegkriegt, kann auch eine Pickel entstehen, die sogenannte Eiweißentzündung. Wenn du die Entzündung, die Pickel, du hast die Möglichkeit, entweder die obere Schicht, so wie ein Vulkan, wenn du zum Platzen bringst, lass die Eiweiß auslaufen, nicht verhärten lassen, dann hat man eine Chance, eine Entzündung so schnell weg. Da hier, wenn man eine Entzündung hat, solcher Art, man nimmt eine Puder, die mit dem Inhaltsstoff von bestimmter Wirkstoff, die Fettschicht wegmachen. Dann sprengt der Pickel. Der Pickel, die meistens so Pubertät bekomme. Und da hier muss man wissen, welcher Krankheit, was entsteht, wo entsteht, warum. Der Lymph ist es nur einfach, wenn du nicht waschst. Oder wenn du eine Woche nicht duschst, dann merkst du schon, wie unwohl du bist. Nicht weiter. Wenn du aber Lymph funktionieren soll, dann soll du Sport machen, ausschwitzen. Dann ist die Chance, dass dein Lymphsystem defekt, so gut wie null. Okay? Wenn man einen Grund habe, warum ich Sport mache, weil muss ich schwitzen. Durch Schwitz reinige ich meine Poren. Das ist sehr wichtig. Und meine Lymphen besser arbeiten. Sie saugt die Flüssigkeit rein. Sie kommen aber nicht alle rein, wenn sie liegen bleiben. Da hier die Leute, die Bettleger ist, hat Problem immer so gut wie 99,9% mit Lymphsystem. Jetzt kommen zu den Nieren. Die Nieren ist das, was die wichtigste, die man am häufigsten, die anhaufenden Sache, die man nicht durch den Sieb durchgehen kann und nicht zerkleinern kann, die sogenannte Nierenstein. Ist euch bestimmt im Begriff. Der Nierenstein ist ja nur eine chemische Substanz, die nicht durch den Sieb durch und hängen bleibt. Wenn du irgendwas durch den Sieb durch und hängen bleibst, dann schließt du die ganze Nieren immer zu. Bis zum gar keiner mehr durch, dann hast du ein Harnsystem, die sogenannten Nierenentzündung. Und es gibt ein Stück, die man natürlich durch die Pfeffer und Öl kann diese Nierenstein beseitigen. Oder geht zum Arzt und sagt, bitte zertrümmert mich. Oder wegschneiden. Das geht alle. Nur diese Dreckstoff, die nicht durch den Sieb durchgehen und aber auch nicht weitergehen kann, die hängen an den Nieren. Um zu sagen, Leber ist, Nieren ist das, was zum Harnsystem geht. Wenn aber die Nieren, der Sieb kaputt, die sogenannten, die Löcher groß ist, an was sie sein sollte, dadurch entsteht dann, wenn man so viel Giftstoff in den Körper hat, ab einmal. Medikamente, Profin oder wie heißt das, solches Zeug. Oder Kiffen oder Betäubungsmittel, je nachdem. Diese Ablage entstehen eine Art wie Kaugummi in den Nieren. Dadurch macht die Nieren immer kleiner. Dadurch hast du immer einen Harndrang, aber nicht rauslassen können. Oder wenn sie ätzen Stoff, so viel ätzen, dann kann dadurch, dass die Nierenlöcher groß ist, an wie sie sein sollte und nicht mehr klein machen kann. Dann entsteht die sogenannte Inkontinenz. Ich weiß ja nicht, ich glaube Inkontinenz. Das heißt, du kannst die Blase nicht mehr halten.
Okay, das sind der Punkt. Die nächste würde die Leber. Der Leber verträgt nicht die Alkohol. Je mehr du Alkohol trinkst, was dafür sorgen, dass sie einen Nierenstein entsteht, indem sie gar nicht bewegt. Warum nicht? Durch den Alkohol ist die Ausdünstung von der Flüssigkeit ziemlich hoch. Und die Leber braucht Flüssigkeit, um sich geschmeidig aussortieren können. Die ist ähnlich wie eine, man sagt wie ein Orange. Wenn du habiert ist, dann sieht wie ein Zell inzwischen durch. Und diese Karussell, sie muss drehen können, sie muss bewegen können. Durch die Alkohol, der Flüssigkeit wird so schnell durch, dadurch ist hier diese Karussell ist zu trocknen. Da hier die Alkoholiker hat alle Probleme mit der Leber. Okay, so jetzt habe ich ungefähr zu sagen, das heißt, was Blutkreislauf für uns ist wichtig, ist, dass wir wussten, wenn sowas passiert, was, welche Organ zuständig ist und alleine dieses System normalerweise an sich arbeitet sie super. Nur, wir haben durch Lebensumstände vielleicht kaputt gemacht. Und jetzt überlegst du, ob du den Herz kaputt machst, indem du den Blutgerinnen, da gibt immer ab und zu. Was braucht man? Aha, eine Wirkstoff da, wo die Fett spaltet. Ich verrate dir ein Ingwer zum Beispiel. Wenn du Ingwer isst, dann hast du wenig Chance, eine Blutgerinnen zu bekommen. Wenn du Lunge, ist das die Minz. Ist das, was die besten Mittel, die verschiedene Lungenprobleme und bei der Atmung zum Beispiel, wenn du kannst warm atmen, kalt atmen, um die Lunge zu ihrer Funktion wieder zurückzuführen. Aber mach nur dann, bitte, wenn du es brauchst. Und nicht, weil wenn ich Lust habe, dann mache ich. Nein. Bis zum deinem Körper weiß, wie das funktioniert, dann mach die von alleine. Ja, die Leber verträgt den Alkohol nicht. Die Nieren vertragen nicht chemische Substanz. Egal was. Der Lymphsystem mag nicht den Fremdkörper. Zum Beispiel bei Tätowierung, bei dem Piercing, das macht das Lymphsystem schwer arbeiten. Okay? So, Zellkörper, das kann man noch reden, einzelnen Funktionen. Bis jetzt habe ich soweit, das sind die Blutkreislauf. Das heißt, der Blutkreislauf an sich, es geht nicht darum, wie die Blutkreislauf funktioniert, sondern die Basis, indem wir damit nehmen zur Diagnose, was passiert in unserem Körper. Damit du merkst, wir haben nicht gelernt, um zu wissen, was die Einzelnen, was im Detail was passiert, sondern die hat in sich ein komplettes System in sich, die unten gar nicht braucht. Dafür nennt man eine Selbstheilungsfunktion. Aber was die Selbstheilungsfunktion nicht machen kann, zum Beispiel, wenn du das Stein frisst oder so viel Wopper, da kann die Körper nicht machen. Weil du hast ja die Stopp zugefügt. Oder wenn du Wasser gar nicht trinkst, dann trocknen deine Zellen aus. Oder wenn du so viel Rauch, das heißt, deine Lunge nur noch qualmt. Ich habe auch gemacht, aber das sind Dinge, die man abwiegen und gucken. Damit du weißt, die Zusammenhang, die einzelnen Teile. Was bewirkt, wenn ich das mache, was bewirkt.
Und dadurch entstehen die Hilfe von außen, wenn von innen selbst nicht in der Lage ist. Natürlich, wenn du eine Spieß oder eine Holzspieß oder eine Nagel in deinen Körper reingesteckt ist, du kannst nicht erwarten, wenn das eine Spieß aus Eisen ist, du kannst nicht erwarten, dass die Lymphsystem in der Lage ist, zu zersetzen oder weiße Blutkörperchen. Da musst du rausnehmen. Alleine, wenn du deine Finger schneidest, wenn du verkehrt schneidest, die Überrest, die kann zum Beispiel in der Finger oder im Fußfinger, hier in der Fingerkuppe, wie macht man das? Ja, in Fingerkuppe, wenn du das schneidest, nicht richtig, und das kann du fragen bei der Friseur oder ich weiß ja nicht, wie heißt das, Schönheitssalon, wenn du am Rand hier nicht richtig geschnitten, wenn du die vorne, dann merkst du eine Art wie Burg oder eine Hügel, ein Trockenhaus. Wenn du das nicht abmachen, dann kann passieren, dass eine Entzündung entstanden. Nagelbett. Ja, ich weiß ja nicht, wie die heißt. So, zum Beispiel. Dass man hat eine Begründung, warum tut man es nicht? Okay? So, hat noch jemand Fragen? Mipai? Gerade nicht, aber eine anwesende Dermokosmetikerin bedankt sich für das Bild der Fruchtsäurebehandlung, die im Prinzip wie saure Gurken wirken. Okay. Und Blaugurt? Ja, es ist sehr viel. Und ja, aber diese Sachen, wenn man weiß, was der Körper an Wirkstoffen braucht, um alle seine Funktionen aufrechtzuerhalten und was ihm schadet, dann kann man das beeinflussen. Da kommt doch die Lebensmittelberatung oder sowas. Aha, naja, aber schon alleine, Stoffwechsel, Schweiß, Training, wirklich auf Lymphsystem oder das, was für mich jetzt auch neu ist, aber einleuchtet, dass eben, wenn du einen Fremdkörper hast, dass dann das Immunsystem darauf reagiert, das Lymphsystem zum Beispiel, wenn beim Piercing oder so. Ja. Kann natürlich sein, dass das mit der Zeit verkapselt und dadurch das Lymphsystem sich beruhigt oder so. Aber man weiß halt, dass bei den Tätowierten die ganzen Farbe über das Lymphsystem abtransportiert werden und die ganze Lymphe dann die ganze Farbe aufnehmen. Also die sind dann, ja, und das kann, glaube ich, nicht gesund sein. Ja. Okay. Krishna? Ja, danke, erstmal sehr interessant. Auch die einzelnen Komponenten, die werde ich mir nochmal anschauen. Also war gut erklärt jetzt. Also muss ich mir nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Okay. Bleib mir nicht, John. Bin ich ein bisschen außer Welt? Nö. Haut hin. Frage habe ich nicht. Okay. Aber ich hoffe, dass du auch verstehst, die ich manchmal einen komischen Standpunkt habe. Du meinst mich jetzt? Ja. Ja, haben wir doch alles schon mal durch. Okay. Tag, Tag. Von mir auch keine Frage. Ich fand es sehr anschaulich heute und vor allem relativ geschlossen. Also allein dadurch, dass schon Komponenten wie Dasein, Nichtsein, Körper, Geist, Seele, die Unterscheidung jetzt heute nicht so in den Fokus stand, fand ich das sehr, sehr gut greifbar, was du erklärt hast. Also, keine Fragen. Ich hoffe, die nächste Mal würde über der einzelnen Organ, die, wie nennt man, der Körper, die wir an menschliche Körper in Umfang darüber erklären. Wer was macht.
und welche Wichtigkeit die einzelnen ist. Und worüber ich rede, nächstes Mal. Okay? Ja. So, in diesem Sinne, ich gehe zu die nächste. Dankeschön. Toll. Danke. Ja, vielen Dank.